Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird morgen mit überwältigender Mehrheit dem Antrag des Bundesfinanzministers zustimmen, womit er ermächtigt wird, einer Verlängerung des Hilfsprogramms für Griechenland in den entsprechenden Gremien zuzustimmen. Es waren 22 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Wir stimmen zu, erwarten aber, dass Griechenland sich an das hält, was es selber auch zugesagt hat. Wir waren überrascht über die neuerlichen Erklärungen des griechischen Finanzministers. Das ist eine Form des Umgangs, die nicht angemessen ist. Kaum sind die Entscheidungen gefallen, das Programm zu verlängern, kommen Töne, wie man sehe sich wohl in 4 Wochen nicht in der Lage, Kreditraten und Zinsen zu zahlen. Auch die Art und Weise, wie da Erklärungen abgegeben werden, werden in unserer Fraktion als unangemessen empfunden. Da ist ein Ton eingezogen durch die neue griechische Regierung, der bisher in Europa nicht üblich war. Wir treffen unsere Entscheidungen aber nicht nach diesen halbstarken Sätzen, die da kommen, sondern wir treffen die Entscheidungen, die im Interesse Deutschlands und im Interesse Europas notwendig sind, und werden deshalb am Freitag zustimmen.